herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir sind heute wieder im Safari Park und beim letzten Mal haben wir einfach die Nachricht bekommen, dass unsere neue Spezies einfach super giftig wäre. Anscheinend haben die irgendwas in sich, was giftig ist, aber unser Forscher meinte, dass wir das in den Griff bekommen könnten. Ich hoffe, er konnte noch ein paar neue Tests machen. Außerdem haben wir jetzt so einen richtig coolen Weg, bei denen haben wir hier sogar noch ein bisschen hier, oh Gott, ich dachte gerade, der Truthahn wäre das Geräusch von den. Wir haben außerdem hier das Gehege nochmal ein bisschen anders gemacht, beziehungsweise die kleine Testanstalt. Wir haben einen Code reingemacht, damit kann der Forscher einmal hier hingehen und Tests an der neuen Spezies durchführen. Und Leute, wir haben euch beim letzten Mal gefragt, wie wir die Spezies überhaupt nennen sollen. Und es haben ganz viele geschrieben, dass wir sie einfach Schwibbelschwabbel nennen sollen. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben einfach bei dem Namen. Ich finde, sie sehen ja auch aus wie kleine Schwibbelschwabbel. Also es passt ja schon ganz gut. Vielleicht können wir sogar irgendwann mal überlegen, ob wir den richtigen Namen geben auch noch. Wir haben ja zwei Stück. Also einen Schwibbelschwabbel und einen zweiten Schwibbel und drei Schwibbelschwabbel eigentlich. Wenn ich das so sehe, dann passt es ganz gut. Ich würde sagen, wir fragen heute auf jeden Fall mal beim Forscher nach, ob er weitere Ergebnisse hat zu den Schwibbels. Wir müssen auch noch den Namen dem natürlich sagen und ich bin einfach mal gespannt, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Hallo Mairo, na? Hey ihr, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Morgen. Habt ihr einen Namen für die neue Spezies? Ja! Okay, aber du darfst nicht lachen, okay? Also, die Community wollte, dass wir sie Schwibbelschwabbel nennen. Deswegen, der Name ist ja eigentlich ganz cute und passend. Was sagst du zu Schwibbelschwabbel? Schwibbelschwabbel, interessant. Aber mag ich, passt ja irgendwie. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten. Immer raus damit. Wenn du irgendwas über die neue Spezies, also über die Schwibbels weißt, kannst du es immer uns gerne sagen. Ich habe die letzten Tage viele Tests durchgeführt und die kleinen Schwibblis sind echt lieb. Das Gift dürfte auch erstmal kein Problem sein. Natürlich muss man schauen, wie sich das entwickelt, wenn sie größer werden. Okay, natürlich können die Schwibbels auch groß werden. Wir wissen ja noch nichts über die. Die können ja auch riesig werden. Die können auch irgendwie vielleicht einen Stachel noch bekommen oder sonstige Sachen. Ich weiß es nicht. Aber schon mal gut, dass wir auf jeden Fall wissen, dass das Gift gerade erstmal nicht irgendwie lebensbedrohlich ist. Okay, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Das bedeutet, wenn ihr wollt, habt ihr mein Go und dürft die Kleinen im Safari-Park halten. Von dort aus kann ich sie auch täglich besuchen und mir sie ansehen. Oh mein Gott, wollen wir das machen? Das ist toll. Ja, da können wir ein richtig cooles Gehege für die bauen. Oh, das stimmt. Okay, aber vielleicht sollten wir davor trotzdem nochmal Lea fragen, weil ich meine, ihr gehört ja der Safari-Park größtenteils. Vielleicht wollen wir sie einfach nochmal fragen, ob das für sie in Ordnung ist, dass wir dann auch die neue Spezies, einfach weil wir ja noch nicht viel über die wissen, die auch sozusagen im Safari-Park halten. Vielleicht gibt es auch irgendwie irgendwelche Sachen, die wir vielleicht noch beachten müssen und so weiter und so fort. Also ich weiß, dass der Mairo uns gesagt hat beim letzten Mal, dass die Schwibblis gerne Natur mögen und Stein. Und sie essen Kohle. Stimmt. Also sollten wir gucken, dass es Kohle und Stein gibt. Und vielleicht ein bisschen Gras oder so. Also ein bisschen wie bei dem Gehege jetzt. Okay, wir fragen mal Lea, was sie von der Idee hält. Und guten Morgen, Lea. Wir haben da was. Wir haben da was, was wir dir erzählen wollen. Also ich weiß nicht, ob du dich natürlich an die neue Spezies erinnerst, die geschlüpft ist bei uns. Der Mairo meinte, dass wir sie vielleicht hier im Safari-Park halten könnten. Und wir wollten dich fragen, was du von einem Gehege halten würdest. Ein Gehege für die neue Spezies? Habt ihr das mit dem Forscher besprochen? Also die Idee kommt sogar von ihm. Deswegen, vielleicht könnten wir das machen. Und ich denke, das wird dem Safari-Park mega gut tun. Alleine, dass wir einfach irgendwas richtig Neues hier haben, was es sonst nirgendwo zu sehen gibt. Ich glaube, das ist eine mega nice Idee. Oh, dann hört sich das eigentlich ganz vielversprechend an. Ich glaube aber, dass es besser wäre, würden wir die Kleinen nicht ganz so offen halten. Vielleicht ein Gehege unter der Erde. Ja, das stimmt schon. Die Schwibblis sehen ja schon ein bisschen komisch aus und vielleicht will nicht jeder die sehen. Ein Gehege unter der Erde wäre doch eigentlich eine Option, weil sie mögen Stein und Natur. Eigentlich bietet sich dann unter der Erde das wirklich sehr gut an. Wenn ich jetzt gerade so überlege, entweder wir können das natürlich in den Berg reinbauen, was ultra, ultra nice wäre. Oder wir machen es wirklich komplett hier unter der Erde. Was denkst du, wäre cooler? Ich glaube, wir könnten es in den Berg reinbauen. Ich glaube, das würde sehr, sehr schön aussehen. Wollen wir das hier vorne machen? Ich habe eine coole Idee. Also entweder wir könnten hier noch die Treppe sozusagen erweitern, dass wir einfach hier hochbauen uns. Und ich glaube, wir wollten ja eh schon sehr lange, das können wir dann irgendwann in der Zukunft machen,
so eine Hängebrücke-Art bauen. Und vielleicht können wir dann generell so ein paar Tiere, die vielleicht auch noch so Bergziegen oder sonst was, irgendwo so ein bisschen um den Berg herum machen. Aber ich denke, für den Anfang wäre hier doch eine ganz gute Idee, oder? Eigentlich. Ja, ja, das können wir machen. Warte mal, wie breit ist das denn? Zwei? Wollen wir es vielleicht nochmal eins breiter machen? Dann haben wir ein bisschen mehr Weg. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen uns jetzt hier einfach mal hoch und bauen dann den Schwibbelschwabbel sozusagen ein Gehege in den Berg. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Wir müssen die Schwibbelschwabbel auch noch dann dahin bringen, ne? Stimmt. Oh Gott, die dürfen nicht flüchten. Nein, oh Gott. Und wir sollten vielleicht auch hier die ganzen, ja, diese ganzen, ja, Gäste dann auch wegmachen. Okay, ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal noch eine Treppe nach oben, oder? So eine kleine. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du noch Eiche? Ja, warte. Dankeschön. Ich kann dir ein bisschen was geben. Ich kann noch eine Kiste machen, dann können wir da mal alles reinmachen, was wir brauchen. Vielen Dank. Okay, dann kommt hier ein bisschen Holz rein. Dankeschön. Ich mache ein Crafting Table und dann machen wir noch ein paar Stairs. Okay, die Treppe habe ich ein bisschen vergrößert. Ich sollte, glaube ich, hier noch ein bisschen Holz hin machen. Und dann werden wir erstmal so eine steile Treppe nach oben haben. Machen jetzt einen Weg nach links. Machen dann nochmal einen Gang sozusagen mit einer Treppe nach oben. Und dann könnten wir das Gehege dahin machen. Also für die Schwibbelschwabbels würde ich schon eher so ein bisschen so mittelgroß. Also gerade sind sie ja sehr klein. Und man will natürlich auch als Gast die Schwibbelschwabbels sehen können. Deswegen darf es nicht allzu groß sein. Aber wir wissen ja nicht, wie groß sie noch werden. Stimmt, aber zur Not könnten wir es auch ein bisschen erweitern. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Berg ist groß genug. Und ich glaube, es wäre auch ganz nice, sollten wir irgendwie nochmal so Reptilien haben. Oder vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, Eidechsen sind Reptilien. Irgendwelche Sachen so in der Art, die vielleicht ganz gut hier so in den Berg passen. Vielleicht haben wir sogar irgendwann so richtige Rubriken hier im Safari-Park. Auch wenn wir, glaube ich, das schon so ein bisschen hier... Oh Gott, was haben wir denn alles? Wir haben Waschbären, Strauße, Löwen. Naja, aber ich glaube, das passt trotzdem ganz gut. Vielleicht finden wir ja sogar noch irgendwann eine neue Spezies oder was sehr Exotisches. Okay, dann kommt jetzt hier nochmal Treppe hin. Und dann ein richtig schönes Gehege mit ganz viel Stein, mit, ja, was gibt es noch, mit, ja, Blättern, Wasser vielleicht auch ein bisschen. Auch wenn ich da ein bisschen Angst habe, dass sie vielleicht da ersüffeln, wenn ich ehrlich bin. So, okay, ich habe leider kein Eisen mehr. Oh nein. Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz, ich gehe noch mal ganz kurz zu uns nach Hause. Ja. Hol noch mal ein bisschen Eisen. Ich hole noch Erde und Kohle und den Rest, was wir alles brauchen. Und ich bin wieder da mit einer vollen Kiste. Wir haben Erde, Holz, wir haben Steine, ich habe Kohle noch mitgenommen. Mir hat sogar der Forscher noch so ein bisschen Kohlehaufen mitgebracht. Also wir haben super viel. Und ich würde sagen, ich mache sogar noch mal eine neue Kiste und werde mal meine ganzen Sachen, die ich gerade nicht brauche, da reinlegen. Weil dann habe ich ein bisschen mehr Überblick, was ich verwenden kann. Und dann machen wir den jetzt so ein richtig schönes Gehege. Also ich glaube, ganz wichtig ist auf jeden Fall trotzdem, dass wir denen so einen kleinen Rückzugsort geben irgendwie. So, eine kleine Höhle vielleicht in der Wand zu drin. Ja, irgendwas auf jeden Fall. Aber wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Grasblock, dass der restliche Dirt auch zu Gras wird. Das kriegen wir aber bestimmt irgendwie hin. Okay, dann würde ich sagen, wir machen es trotzdem erstmal so imperfekt perfekt. Also die ganzen, oh Gott, die ganzen Ecken sind mir noch zu perfekt. Vielleicht könnten wir das so ein bisschen unschöner machen, wenn du weißt, was ich meine. Dass es halt so ein bisschen höhlenartiger aussieht. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Und dann, wo wollen wir denn vielleicht das den Hauptschlafplatz hin. Wann wollen wir den hier reinmachen, so in die kleine Dings? Ja, das können wir machen. Okay, dann mache ich da nämlich noch ein bisschen mehr drumherum. Und vielleicht können wir sogar noch ein bisschen Stein halt so, ich weiß nicht, so ein bisschen Erde auch natürlich machen und alles. Das kriegen wir schon ganz gut, glaube ich, hin. Und dann, ich bin auch gespannt, wie die Schwibbelschwabbels sich hier verhalten werden. Die werden sich bestimmt richtig freuen. Ich glaube auch. Vor allen Dingen, das Gehege wird ja schon noch mal ein bisschen größer sein, als das, was wir jetzt haben. Deswegen, ich glaube, das wird sehr, sehr gut ankommen. Sogar mit ein bisschen Kohle schon hier. Sehr nice. Dann machen wir hier noch ein bisschen was weg und so weiter und so fort. In die Main-Höhle mache ich dann auch noch so ein bisschen Gras. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir dann irgendwie noch richtiges Gras finden, sag ich mal. Das ist jetzt nur Erde.
Und dann fange ich auch schon mal an. Habe ich ein bisschen Kohle mit? Nee, habe ich nicht. Ah, du hast schon die Kohlehaufen hier. Hast du so Dingskohle? Warte. Ah, danke. Ja. Dankeschön. Weil dann kann ich das auch so ein bisschen an die Wände machen. Ich glaube, das sieht dann auch ganz hübsch aus. Einfach so ein bisschen komplett verteilt, nicht so auf einem Haufen. Sieht dann, glaube ich, sehr natürlich auch aus. Und vielleicht passt es auch ganz gut zu ihrem natürlichen Lebensstil, sag ich mal. Ich glaube, die Haufen gehe ich auch nochmal so ein bisschen verteilen, dass wir überall so ein paar haben. Vielleicht hier, wo sie dann schlafen können, noch ein. Irgendwie gehen die kaputt. Und hier noch ein paar und ganz viel Kohle dann. Epic, wenn du möchtest, kannst du mal einen Grasblock holen? Ja, kann dann, ich machen. Ja, das wäre super. Oder viele, dann wechseln wir das einfach nochmal aus mit der Erde hier. Schau bei Katja, 13 Stück für dich. Bitte. Dankeschön! Oh. Geht das? Ja, das geht. Dankeschön! Dann mache ich nämlich hier noch so ein bisschen was hin. Oh, ich habe noch Blätter. Ja, das wäre super. Ah, Blätter habe ich sogar in der Kiste, glaube ich. Ja. Und dann vielleicht sogar noch Lianen, weil dann können wir das bei denen ein bisschen schöner machen. Ah, perfekt. Okay, sehr nice. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gras, aber das kann ich auch noch holen. Dann kommt hier nochmal ein Grasblock hin. Ich wusste nicht, dass das hier unten wachsen kann, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich einfach das komplette Gras hierhin einfach erstmal gemacht, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich gehe die Main-Höhle vielleicht nochmal ein bisschen größer machen, dass es einfach nicht so eingeengt ist und dass sie ganz viel Platz haben zu schlafen und sich zurückzuziehen, falls hier zu viele Besucher da sind. Und ich würde auch sagen, wir machen vielleicht so eine kleine Eröffnungsfeier oder sowas, oder? Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das kommt richtig gut an, wenn wir dann vielleicht ein bisschen Presse einladen. Vielleicht kommt sogar ein Fernsehteam. Ich meine, wir haben eine neue Spezies hier einfach. Das ist ja schon was Besonderes, sag ich mal. Okay, ich glaube, das wird echt gut ankommen. Dann wird jetzt hier nochmal trotzdem alles mit Stein ausgetauscht. Hier kommt noch mehr Gras hin. Epic macht gerade übrigens die ganzen Wände. Sieht ultra schön aus. Moment mal. Das sieht ein bisschen aus wie so, ja. Oh, das gefällt mir sehr gut, dass es hier so runtergeht. Sieht mega nice aus. Sehr cool. Wasser brauchen wir hier noch. Ja, aber da müssen wir wirklich gucken, dass es nicht zu viel ist, nicht, dass sie ersüffeln. Stimmt. Weil ich weiß, ich vertraue denen nicht so ganz, dass sie schwimmen können, wenn ich ehrlich bin. Die sind so klein. Ich kann hier ein bisschen Erde einfach nur hinsetzen. So, das Gras sollte weiter wachsen. Okay, das sieht sehr nice aus. Und ich denke, das sieht doch mega gut aus. Sie haben Wasser, nicht zu viel. Wie gesagt, meine Angst ist immer noch vorhanden. Wir haben so viel Kohle. Sie essen gern Kohle. Sie fühlen sich bei Stein wohl. Wir haben trotzdem ein bisschen Natur mit reingebracht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Gehege, muss ich sagen, geworden. Und die Schwibbelschwabbel verdienen es natürlich auch, ein kleines Schild zu bekommen. Jetzt ist nur die große Frage, wo wollen wir das hinmachen? Ich würde das vielleicht hier vorne hinmachen. Schau hier mal. Vorne? Hier, so an die Wand. Hier? Da? Ja. Okay, dann schreibe ich hin. Warte, machen wir das mit Strichen oder nicht? Willst du kurz gucken? Ja, ich schau kurz nach. Moment. Ich hoffe, wir haben überhaupt Schilder. Ja, wir haben Schilder. Wir haben auf jeden Fall die Löwenschilder. Ich weiß gar nicht, ob wir Striche haben oder nicht. Kannst du mir kurz sagen? Wir haben keine Striche. Okay, dann schreibe ich einfach mal hin. Schwibbel, Schwabbels. So, und... Oh, das ist so cool. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen die Schwibbelschwabbel mal holen. Ich habe auch noch ein paar Leinen mit, wenn ich ehrlich bin. Ja, schau mal, bitte eine Leine für dich, eine für mich. Und du musst hier gleich weg, denn wir haben einfach dann eine Weltpremiere hier sozusagen. Und ich würde auch behaupten, wir sollen wirklich beim nächsten Mal irgendwie eine coole Feier hier machen, dass wir die wirklich so willkommen heißen hier im Safari-Park. Okay, wir holen die zwei und dann sagen wir mal Mairo nochmal Bescheid und Lea, dass sie sich auch mal das Gehege ansehen und das auch abnicken, sag ich mal. Und dann sind die zwei einfach umgezogen. Sehr cool. Und die Schwibblis wissen ja noch gar nicht, was auf sie zukommt. Die kommen nämlich jetzt in euer neues Gehege. So, einmal bitte anschneiden. Und seid ihr bereit? Die Schwibbelschwabbel in ihrem neuen Gehege. Oh, die sind so süß. Oh, ich glaube, sie sehen direkt ein bisschen glücklicher aus, wenn ich ehrlich bin. Ah, da ist der zweite. Oh, guck, wie er sich schreit. Die sind so winzig und er ist bei der Kohle. Der isst ein bisschen. Oh, guten.
Oh, sind die süß. Okay, ich würde sagen, wir reden direkt mal mit Lea, sagen ihr mal Bescheid, dass das Gehege schon fertig ist. Ich hoffe, es gefällt den beiden natürlich. Und dass sie sagen, dass das ein gutes Ding hier auf jeden Fall ist. Dann müssen wir nochmal zurück zu Mairo und es dem auch noch natürlich erzählen. Und dann können die sich das mal ganz entspannt... Ah, nee, guck mal, der ist sogar hier. Hallo, ratet mal, wer fertig geworden ist. Oh, ihr seid schon fertig. Ich wollte gerade Lea von der Idee von dem Gehege erzählen. Ihr seid immer so schnell. Sollen wir es uns mal ansehen? Ihr könnt gerne mitkommen. Wir sind schon fertig. Und die beiden Schwibbelschwobbel sind sogar schon im Gehege drinne. Deswegen einfach mir mal ganz kurz folgen. Wir haben es hier im Berg gemacht. Ich glaube, so ein Schild hier wäre auch trotzdem ganz gut, Epic. Einfach, stimmt, dass, wir bräuchten generell vielleicht so Wegweiser, ja, wo es zu welchem Gehege hingeht. Weil ich wüsste nicht, ob das hier vielleicht nur so ein Guckpunkt ist oder ob man hier wirklich die Schwibbelschwobbel sieht. Und ich glaube, den beiden gefällt es auch gut. Man kann hier so schön gucken. Was sagst du, Lea? Wow, das sieht super aus. Wir müssen das auf jeden Fall gebührend feiern. Das wird der Hit. Wir haben auch schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall eine Einweihungsfeier für die beiden machen. Und Mairo, was sagst du? Gefällt es dir auch gut? Die Kleinen sehen so glücklich aus. Super. Sehr nice. Es gefällt allen. Das ist natürlich sehr schön zu wissen und Epic. Ich glaube, wir haben damit wirklich etwas ganz Neues hier im Safari Park. Ich bin so gespannt, was alle anderen Gäste dann sagen werden. Und ich hoffe natürlich, dass die beiden sehr gut ankommen werden. Ja, das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.